Wann hast du dein erstes Handy bekommen? Mit 3. Bist du eher oft am Handy oder eher weniger? Oft. Wie hast du dich verändert im Umgang mit dem Handy als Person? Ich sag mal, ich bin empfindlicher geworden, weil man kann auch Nachrichten an andere Menschen senden, oder? Mhm. Durch WhatsApp und so. Und dann man ja auf WhatsApp zum Beispiel Sachen wie Sarkasmus oder so nicht kann richtig betonen, dann glaube ich schon eher, dass ich empfindlicher geworden bin. Wurde, weil es mir Missverständnisse gegeben hat. Mhm. Hat dir das Handy das Leben leichter gemacht oder schwerer? Leichter, weil ja, ich kann immer älter anrufen, wenn etwas war. Was gibt es für Positives am Umgang mit dem Handy? Dass ich schreiben kann. Was ist das Negative am Handy? Missverständnisse mit der Darstellung und so. Welche Apps auf deinem Handy findest du nützlich? Telefon, also WhatsApp, Netflix, Hop, TikTok, also Spielisat, die ich habe. Okay. Gibt es Apps auf deinem Handy, die eigentlich unnötig sind? Ja, alle. Gibt es Apps auf deinem Handy, wo du findest, sie sind einfach komplett unnütze, also Zeitverschwendung? Ja, und zwar, wenn ich welche Games auf dem Handy habe. Was müsste sich ändern am Umgang mit dem Handy? Also was? Also, müsste sich etwas ändern am Umgang mit dem Handy bei dir? So, vor Zeit oder so? Ja, dass ich vielleicht weniger bin. Könntest du einen Monat ohne dein Handy? Nein. Und mit einem Jahr wird es wahrscheinlich auch nicht gehen. Nein, ich würde sterben, Mann. Danke.